Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Johannes Eckestein, er spielt seit 2016 für Werder Bremen. Urheberrecht Getty Images. Werder Bremen stattet Johannes Eckestein mit einem neuen Vertrag aus. Auch Bruder Maximilian steht kurz vor einer Vertragsverlängerung. Top-Talent Johannes Eckestein bleibt bei Werder Bremen. Der 20 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei den Grün-Weißen um mehrere Jahre. Über die Dauer des neuen Vertrags wurde wie üblich bei den Norddeutschen keine Angabe gemacht. Bremens Geschäftsführer Frank Baumann lobte die kontinuierliche Entwicklung Eckesteins der letzten Jahre. Er hat sich mit viel Geduld, viel Arbeit und guten Leistungen zu einem festen Bestandteil des Bundesliga-Kaders entwickelt, sagte Baumann. Trainer Florian Kohfeldt meinte, Johannes ist ein sehr intelligenter Spieler, mit einem ausgeprägten Torinstinkt. In unseren Planungen für die Zukunft trauen wir ihm eine große Rolle zu. Johannes Eckestein, dessen älterer Bruder Maximilian, 22, ebenfalls für Werder spielt, kommt bislang auf 26 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei 3 Tore. Bremens Nummer 24 durchlief zudem alle Junioren-Nationalmannschaften und ist aktuell Bestandteil der deutschen U21-Nationalmannschaft, für die er 6-mal auflief und ein Tor erzielte. twitter.com/werderbremen/status/1115161321295708160 Eckestein von Werder überzeugt: Ich fühle mich bei Werder und in Bremen sehr wohl. Und bin davon überzeugt, dass ich hier in den nächsten Jahren zu einem noch besseren Bundesligaspieler werden kann, sagte Eckestein, der 2013 vom TSV Havels in die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten gewechselt war. Jetzt das aktuelle Trikot von Werder Bremen bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Ich habe immer gesagt, dass ich meine weitere Entwicklung bei Werder abwarten möchte. Und die war in den vergangenen Monaten und Jahren positiv. Daher war es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen.